Hallo zusammen, Meier3007 hier und herzlich willkommen zum 24. Türchen meines Adventskalenders. Ja, heute ist Weihnachten und die Krippenszenerie ist komplett. Als letzte Figur ist, wie eigentlich jedes Jahr, das heilige Kind noch eingezogen. Ja, und jetzt noch der kurze Schwenk nach oben. Wir sehen uns dann an meinem Arbeitsplatz gleich wieder. Und dort gibt's dann auch das große Unpacking meines Booktuber Weihnachtswichtelpaketes. Also bis gleich! So, jetzt bin ich wieder an meinem Arbeitstisch. Und auch von der Stelle nochmal herzlich willkommen. Und jetzt kommt das, worauf ich mich schon so gefreut habe. Hier, das Unpacking meines diesjährigen Weihnachtswichtelpaketes. Ich habe schon aufgeschnitten, damit es jetzt ein bisschen schneller geht. Ich habe ja das Ganze dieses Jahr wieder ausgelost und darum weiß ich natürlich, von wem es kommt. Von der lieben Melanie vom Kanal Melianas Bücher. Ganz herzliche Grüße schon mal an dich. Jetzt schauen wir mal rein. Ich stelle es mal hier auf meine Füße, dann kann ich besser dran. So, jetzt da. Ui, da steht sicher schon viele, viele Sachen. Hier einmal eine schöne Karte. Lieber Daniel, ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, die Bücher gefallen dir und die Zugaben schmecken. Bin ich ja sehr gespannt. Der eine Tee ist mein Lieblingstee. Oh, 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 ja. Ich sehe schon, hier habe ich zwei Dinge, die schon wie, das schaut nach Tee aus. Einmal hier. Schauen wir doch gleich mal rein. Na, komm her da. Oh ja, den mag ich auch gerne. Wenn ich rankommen würde, wäre es noch besser. Oh ja, lecker. Türkischer Apfel, einer meiner Lieblingstees. Danke dir. Machen wir hier nochmal Tee. Ja, hört sich zumindest so an. Bin gespannt, was da jetzt kommt. New York Chai, Sweet Honey Lemon. Witzig Sweet im New York Style. Und da bin ich ja gespannt. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Danke dir. Und hier eine Tüte. Als Tütenplätzler. Also Plätzchen. Ach, das ist ja mal eine coole Idee. Eine Tüte Plätzchen. Ach, danke dir. Das ist eine wirklich coole Idee. Haben wir hier noch was Großes? Keine Ahnung, was das sein könnte. Kann jetzt auch von vornherein nicht direkt auf was schließen. Schauen wir mal rein. Das ist jetzt aber nicht das, was ich... Ahaha, lecker, lecker, lecker. Ah. Nürnberger Lebkuchen. Ach, das ist ja eine coole Idee. Ich bin ja eine Naschkatze vom Dienst. Ja, da ist es ja perfekt. Ah. Dankeschön. Hier seht ihr es nochmal. Ich hoffe, die Kamera nimmt jetzt alles scharf auf, weil sonst kriege ich hinterher einen Schreikrampf. Und, ey, du hast mir doch jetzt nicht ernsthaft 4 Bücher da reingesteckt, oder? Schaut euch das mal an. Ich stelle jetzt den Karton mal auf Seite. Nee, das sind jetzt doch nicht ernsthaft 4 Bücher, sag mal. Das ist auf jeden Fall gut eingepackt, ich komme nur mit Gewalt dran. Also das ist auf jeden Fall ein Buch. Frag dich nur welches. Ich habe schon eine Ahnung. Ah ja, die Spinnen, die Finnen von Dieter Hermann Schmitz. Mein Leben im hohen Norden. Ach, da bin ich ja sehr neugierig. Aus dieser Reihe habe ich ja schon vieles gelesen. Aber freue ich mich jetzt auch sehr drauf, mal was aus Finnland zu lesen. Ah ja.
Günter Hut, der Schottenfetzer und das Rotweingrab. Das sind Würzburg-Krimis, da bin ich beim Weißblauen Buchtiebertreffen drauf aufmerksam geworden. Die Reihe wollte ich einfach mal ausprobieren. Da bin ich ja schon sehr gespannt drauf. Nochmal ein Buch, das könnte vielleicht auch sogar aus der gleichen Reihe sein. Mal schauen. Jawohl, ist es, das sehe ich jetzt schon mal. Der Schottenfetzer und die Silvanerleiche. Auch da freue ich mich schon sehr drauf. Und last but not least, es ist wieder ein Buch. Du hättest doch nicht so viele Bücher einpacken müssen, Mensch. Aber ich freue mich total. Na, wenn es aufgehen würde, wäre es noch schöner. Und ein E-Mons-Krimi ist es noch. Was ist das denn? Was ist das denn? Ah ja. Andreas Heinke, Tod à la Provence. Ja, Paket ist leer. Vielen, vielen, vielen Dank dir, Melanie. Also wie gesagt, mit den 4 Büchern hast du es ein bisschen übertrieben, aber einfach danke dir. Den Tee und die Plätzchen und Lebkuchen, ich werde es alles genießen. Herzlichen Dank dir. Das war es jetzt dann auch mit dem Adventskalender 2019 von mir. Es bleibt mir nur noch zu sagen, frohe Weihnachten an euch alle da draußen. Und ich kann euch jetzt versprechen, wenn es nächstes Jahr noch die Möglichkeiten gibt, ich sag bloß Artikel 13, also wenn es die Möglichkeiten dann noch zulassen, sehen wir uns nächstes Jahr alle zum Adventskalender 2020 wieder. Das ist jetzt ganz fest versprochen. Also wie gesagt, frohe Weihnachten an euch alle und genießt das Fest. Ich werde mich heute Abend dann nochmal bei euch melden und euch die Weihnachtsgeschenke zeigen, die ich von meinen Eltern geschenkt bekommen habe. Also wie gesagt, mit diesem Video war's das jetzt. Bis dann mal. Meier 3007.